So, hallo und herzlich willkommen hier beim AGDQ 2024. Wir sehen, mein Name ist Aljoscha, ich habe mit dabei den Sascha Gaming 91. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wir sehen jetzt gleich Super Mario 64, 16 Star Drum Percent. Was ist Super Mario 64? Ist klar, das ist das erste 3D-Spiel vom Nintendo 64. Gespielt wird hier der Speedrun 16 Sterne. Das bedeutet, ja, man muss 16 Sterne sammeln, um das Spiel abschließen zu können, mit einer besonderen Challenge. Und zwar werden wir hier mit einem Schlagzeug dieses Spiel durchspielen. Die ZA wird das Ganze hier, ja, musikalisch begleiten quasi. Er befindet sich hier gerade noch ein bisschen in Practice. Und schaut, wie sein Schlagzeug gerade gemappt ist. Aber das scheint schon alles richtig zu sein. Ich kann jetzt selbst nicht erklären, wie er das gemacht hat, dass er mit seinem Schlagzeug das Spiel steuern kann. Ich bin hier, um diesen Speedrun quasi auch aus der Sicht eines Speedrunners zu kommentieren. Und ich bin absolut gespannt, wie das Ganze gleich abgehen wird. Schlagzeug mit dem Schlagzeug. Richtig. Spielt's auf jeden Fall schneller durch, wie ich mit dem Control. Richtig. Wir haben ein Estimate, Estimate von 24 Minuten gerade angesetzt. Ja. Das kriegen wir hin. Kommentar, wir haben 360 Chris, ein deutscher Speedrunner, der Englisch spricht, als Kommentator auch noch mit dabei, was ich ziemlich cool finde. So, damit beginnt auch schon der Run. So, die Konsole wird resettet, der Run beginnt, jetzt haben wir ungefähr eine Minute Intro-Cutscene, die man nicht skippen darf. Ich bin auf der japanischen Version, das ist die schnellste Version in für diesen Speedrun. Ist, es gibt noch andere Runs, die man auf der amerikanischen Version spielt. Und zwar ist das beispielsweise die 70-Sterne-Version Kategorie, weil da Textboxen einfach anders geskippt werden. 120 spielt man wiederum mit auf der japanischen Version, weil da Sterne ein bisschen anders gesammelt werden. Genau. Wie viele Sterne braucht man, um das Spiel glitchless zu finishen? 70 Stück braucht man. So, wir werden jetzt auch schon versuchen, den ersten Glitch zu machen, und zwar den Lakito-Skip. Wenn man auf der, wir haben es nicht geschafft, wenn man auf der Brücke steht, so wie jetzt gerade, kommt Lakito an und möchte ein vollquatschen. Aber wenn man den richtigen Frame links von der Brücke dann Longjump macht, wird dieser Skip durchgeführt. Und man spart sich dadurch einige Sekunden an Zeit. Wir gehen jetzt auch direkt hier rein in Bob-Ombs Battlefield, die erste Welt von insgesamt 15, aber wir werden nicht alle 15 Welten in diesem Run sehen. Haben jetzt auch gerade Ground Pound gemacht anstatt eines Longjumps. Und der erste Stern, und, den wir hier holen, ist der Bomb-Clip. Das ist quasi der sechste Stern. Bauen Rückwärtsmomentum auf und drücken uns dann später durch die Wand, durch das Gitter, was wir auch gerade wunderbar gemacht haben. Und das war auch schon der einzige Stern, den wir hier in dieser Welt holen tatsächlich. Jetzt geht's auch schon in die zweite Welt, Worms Fortress, wo wir einige Sterne mehr sammeln werden. Einige Glitches sehen so aus, als wären sie schwierig. Naja, Glitch kann man nicht sagen. Das ist eigentlich alles eher Movement und eher Tricks, die wir machen. Glitch ist das ja jetzt ja, quasi nicht wirklich. Ist aber Auslegungssache. Gut, sind wir hier in der zweiten Welt, Worms Fortress, wo wir wahrscheinlich direkt als ersten Stern Cannonless machen. Genau. Wir machen Cannonless. Cannonless ist auch ganz einfach erklärt. Wir nutzen hier so ein kleines Setup, wo wir genau an der richtigen Stelle uns hier an die Wand, an die Brücke glitschen, hängen und dann runterlaufen.
und haben jetzt im First Strike Cannonless geschafft. Warum können wir das schaffen? Weil ein Frame des Sterns aus der Wand, der da drin ist, rausschaut. Und deswegen könnten wir das machen. Jetzt der zweite Stern, den wir holen, wird wahrscheinlich der Flieg ins Blaue sein. So ist er auf Deutsch. Genau das hier links kann man mit einem Sidekick kann man ganz einfach hier hochspringen. Immer noch absolut faszinierend, dass der Runner hier das gerade mit einem Schlagzeug macht. Er hat ja keine Augenbinde. Ja, Mensch. Geh direkt wieder rein. Wir beenden diese Welt höchstwahrscheinlich hier mit 6 Sternen. Und holen dann in der vierten Welt die anderen 2. Jetzt warten wir mal kurz. So, geh nach oben. Macht hier, wollt eigentlich einen Triple Jump machen, haben jetzt aber nicht geschafft. Machen das denn dementsprechend so und gehen dann damit zum Boss. Kleiner Fun Fact dazu: Ein Kumpel von mir sagte zu diesem Boss hier, als er den das erste Mal gesehen hat, ist das die DDR-Mauer? Ich musste so lachen. Aber nein, das ist König Wumm, der unfassbare Rückenschmerzen hat. Aufgrund dessen, dass wir eine Stampfattacke machen und wir uns in dieser Animation befinden, wird uns nicht platt machen, weil wir tun dementsprechend uns so durch seinen Körper klippen und gehen dazu jetzt auch sogar direkt wieder zurück in die Welt und holen uns den nächsten Stern. Ist quasi genauso, wir gehen jetzt wieder nach oben, nur dass jetzt nicht mehr König Wump da ist, sondern ein großer Turm. Den wollen wir jetzt auch einmal beklimmen, erklimmen. Jetzt machen wir hier Sideflip. Aber er macht das ein bisschen anders, mit einem anderen Engel, weil es einfach mit einem Schlagzeug höchstwahrscheinlich ein bisschen einfacher ist, so durchzuführen. Wir haben den 5. Stern damit auch schon. Jetzt kommt gleich der nächste. Wir können tatsächlich einen Knopf gedrückt halten. Okay, das ist stark. Jetzt kommt hier die Eule. Viele machen hier einen Trick, der heißt Oles, aber der ist ein bisschen schwieriger zu machen. Halten uns hier fest. Lass uns hier fallen und haben den 6. Stern. Mehr Sterne holen wir jetzt hier in der zweiten Welt auch nicht. Nebenbei macht er noch ein kleines Drum-Solo. Ich finde es super. So, weiter geht's jetzt zu Welt 4. Ulko Mountain oder auf Deutsch Bimmerberg Bob. Und uns dort 2 Sterne. Einen holen wir mit einem Pinguin. Und so, dass er absolut nicht intended ist. Und einen holen wir, indem wir eine Rutsche runterrutschen. Rutsche runterrutschen. Oder? Je nachdem, ich kenne sein Routing nicht. Aber auf jeden Fall ist der Pinguin, das ist ein Stern, das Free. Den holen wir sofort, rutschen wieder runter. Hier nicht die Sprungtaste. Rutschen dann quasi direkt zur Mutter runter und bekommen dadurch den Stern. In der japanischen Version etwas anders platziert ist als in der amerikanischen Version. So, direkt wieder rein ins Level und holen uns den 8. Stern, denn 8 Sterne brauchen wir, um zum ersten von 3 Bowser-Bosskämpfen zu kommen. So, gehen jetzt runter. Auf Englisch heißt der Stern Wall Kicks Will Work, aber wir machen tatsächlich Wall Kicks. Nur nicht so, wie es vom Spiel vorher gesehen ist. Zack, und holt uns so den Stern. Er kann mit einem Schlagzeug diesen Stern besser holen als ich mit dem Controller. Das ist genauso wie Sascha eben schon sagte. Er spielt unfassbar gut dieses Spiel. Ich bin begeistert. Ich bin ganz fasziniert. Ja, ich auch. Also ich bin wirklich, ich bin. Also auch wirklich super begeistert, so wie er dieses Spiel hier gerade spielt. Wir haben 7,5 Minuten gerade gespielt quasi und haben schon 8 Sterne. Das ist ultra schnell. Und sind jetzt auch schon in Bowser's Dark World, Bowser's Schattenwelt zu Deutsch.
viel machen wir hier nicht. Wir überspringen einen großen Teil der Stage. Wir machen es nicht so, wie es intended ist. So einfach weiter durch. Diese Gegner sind zwar die einfachsten Gegner im Spiel, Brutzelviecher. Ich weiß gerade gar nicht, wie deren richtiger Name ist. Aber in Speedruns kann das unfassbar viel Zeit kosten, weil der Super Mario 64 Run ist unfassbar gut optimiert. Und da zählt halt wirklich auch jede hundertste Sekunde. Hundertstel Sekunde, so. So, damit haben wir auch schon Bowser. Ich bin gespannt, wie er jetzt drumtechnisch so spinnt. Guck dir das an. Ist das super stark. Lustig. Super cool. So, er ist auch schon besiegt und gibt uns den Schlüssel für den Untergrund, für das Basement, wo wir quasi den Rest der 16 Sterne sammeln werden. Mit einem Schlagzeug würde ich keinen einzigen Schritt schaffen. Ja, denke ich auch. Also nicht negativ für meinen. Also ich würde es auch nicht schaffen. So, haben es geschafft. Jetzt gehen wir direkt runter ins Basement. Und gehen jetzt in eine von drei, Klammern vier Welten, in die wir reingehen müssen. Also dann gehen wir einmal in Shifting Sandland, einmal in Lethal Lava Land und einmal in Heavy Maze Case. So, wir gehen jetzt zuerst in Shifting Sandland, kurz SSL. Und holen uns hier einen Stern, der auch nicht so intended ist, wie man den normalerweise machen würde, weil er springt hier hoch. Und wir haben es nicht geschafft. Normalerweise springen wir hier auf den Fly Guy, um den riesigen Geier in der Luft zu bekommen und damit den Stern freischalten, wo wir dann am Ende nur noch rüberrutschen. Jetzt ist es ein bisschen kompliziert, aber wir schaffen es. Sehr schön. Nice. So, jetzt holt er als Backup diesen Stern hier. In der Hoffnung, dass wir jetzt gleich den Geier vernünftig machen können hier in Welt 8. Mal drücken. So, jetzt versuchen wir jetzt nochmal mit dem Fly Guy hier den Long Jump zu machen. Wir haben es geschafft. Richtig cool. Genau. Sehr schön. Second Try. Ich bin schwer begeistert. So, jetzt noch einen Sprung machen, bevor wir hier runterfallen und da drinnen sterben. Und ich hätte jetzt schon fast gedacht, wir haben fast die $700,000. Passt. So, jetzt geht's auch schon weiter in The Lava Land. Wo wir uns auch noch mal ein paar Sterne holen können. Das ist die eher kleinste Welt, meiner Meinung nach. Also es ist eigentlich flächenmäßig, die ist schon sehr klein. Es ist die kleinste. Ja, und jetzt holen wir hier die einfachsten 8 roten Münzen im gesamten Spiel. Also es gibt nichts, was einfacher ist als das. Zack, zack und geschafft. Außer man kommt irgendwie blöd unter so eine Plattform. Das ist mir auch schon öfters mal passiert. Und ich hätte jetzt gerne einen riesen Rummel in den Chat für $700,000, ja, die wir gerade erreicht haben. Sehr, sehr geil. Super. $700,000. So, jetzt geht's auch schon in die Welt 6. HMC. Also ich rede ja hier über mit Abkürzungen. Ich habe ja gesagt, Heavy Maze Case heißt das Level, aber mit Abkürzungen, da fühle ich mich ein bisschen wohler. Mache hier einen Wall Jump, mache hier einen Long Jump und haben dann auch schon direkt den 12. Stern. Jetzt haben wir im Basement einen Toad freigeschaltet, der jetzt dort vorne in der Ecke steht, der mit 12 Sternen spawnt. Und so können wir dann auch einen Free Stern nochmal holen. Den sollte man nicht unbedingt mit als 15. Stern einsammeln, weil sonst spawnt jemand anderes nicht. So, genau. Wieder zurück. Und holen uns jetzt nochmal 2 Sterne hier, die sehr einfach sind. Wir gehen jetzt direkt geradeaus.
die Rolling Stones, ihr müsst ja aufpassen, und er hat recht, natürlich schlechtes RNG. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber gut, hat jetzt ein paar Sekunden an Zeit gekostet. Holt uns den 14. Stern und geht danach direkt wieder zurück in die Welt. Also eine Frage, für die, wo vielleicht den Run nicht zu kennen, ist das die übliche Speedrun-Route? Ja, er macht die übliche Route tatsächlich. Er läuft genau die Route, die ich auch laufe. Was ich sehr gut finde tatsächlich. Also wirklich exakt die gleiche Route. Ich hätte es nicht anders gemacht. So, jetzt machen wir was Cooles. Wir springen hier runter und drücken uns gegen die Wand, weil wir die Wand so doll lieb haben. Werden durch die Wand gepresst und holen uns den 15. Stern. Genau, jetzt wollen wir den 16. Stern holen. Der Chat sagt schon, der 16. ist dann der Hase. Passt. Also wir werden den Stern freischalten, aber wir werden ihn nicht einsammeln. Mips ist der Hase, der hier ist. Wieso heißt er Mips? Der Prozessor vom Nintendo 64 heißt auch Mips. So, er rutscht hier runter, sammelt den Hasen ein. Diesen Hasen brauchen wir, um uns durch zwei Türen des Schlosses hier unten durchzuglitschen quasi. So, wir liegen jetzt hier hin, durch die Collision werden wir den Hasen hier hinpacken. Packen ihn jetzt und nehmen ihn mit. Und jetzt drücken wir uns gleich durch diese Sterntür. Normalerweise brauchen wir 30 Sterne, um diesen Stern, um diese Tür hier zu öffnen. Drücken uns hier in die Ecke. Hat gerade jetzt nicht im First Try geklappt, aber im Second Try sehr schön. Und jetzt geht's auch schon in die nächste Welt. Und zwar Dire Dogs, kurz DDD. Holt uns jetzt hier einen Stern, und zwar auf dem U-Boot. Wenn wir den Stern auf dem U-Boot eingesammelt haben, wird der Level-Eingang von diesem nach hinten verschoben und wir kommen so zum zweiten Bowser. Sehr schön. So, tauche ich jetzt einmal durch. Wir drehen die Kamera aufgrund Lag Reduction. Das Spiel ist unfassbar schlecht optimiert, was das hier betrifft. Und wir versuchen dementsprechend so wenig wie möglich von diesem U-Boot zu sehen, weil wir unfassbar viele Frames hier drin verlieren. Ihr seht das schon, das ist ja wirklich, das ist eine Lag-Show. Da haben wir uns hier einmal kurz angehangen. Apps auf Emulatoren. Auf Emulator, da ist das nicht, wenn man das richtig einstellt. Wenn man richtig einstellt. Genau. Ich hatte sogar Abstürze. Abstürze kenne ich auch tatsächlich. Wir sind jetzt hier Bowser in the Fire Sea, zweite Bowser Stage, wo wir auch ziemlich viele coole Skips machen können. Das jetzt gerade war nicht so geplant. Und wir sterben tatsächlich. Sehr cool. Das ist nicht intended. Genau, das Level ist halt viel zu groß im Gegensatz zum Lava-Level. Richtig, weil hier zwei große Stages quasi oder Bereiche geladen sind oder werden. Gut, die werden nach und nach geladen und entladen. Wie genau? Oh, der zweite Dev? Nee. Doch. Doch. Sehr, sehr cool. Nein, doch, nein. Ja, nein, ja, nein. Ich weiß es. So, alle guten Dinge sind drei. Jetzt sind wir. Ich war doch mal verworren. Wir sind jetzt hier in Bowser the Fire Sea, die zweite Bowser Stage. Unsere Aufgabe hier ist es, quasi nach oben zu kommen. Das ist bei N64-Spielen irgendwie gerne so gewesen, dass man irgendwo rauf muss, weil 3D-Raum und so, ne? So, jetzt müssen wir warten, bis diese Plattform wieder nach oben fahren. Aber da sein Cycle halt so ist, dann passt das eigentlich einwandfrei. Normalerweise könnten wir jetzt im Hintergrund, seht ihr, da auf dieser Bande entlang springen, aber das ist ein bisschen zu riskant jetzt für den Anfang. Springen wir vorbei, holen uns nehmen zweimal Damage Boost mit von der Lava.
Und haben das Level auch schon geschafft. Jetzt kommt auch schon Bowser 2. Bowser 2 ist ein bisschen anders als der erste Bowser. Er ist ein bisschen, naja, und die Stage besser gesagt. Wir finden uns hier irgendwie so ein bisschen wackelig. Außerdem hat er ein paar neue Fähigkeiten. Und zwar kann er unsichtbar werden, er kann sich teleportieren und er kann rennen. So, jetzt spinnen wir hier nochmal ein bisschen und haben es geschafft. Wir sehen halt bloß nichts davon, ne? Von seinen Fähigkeiten. Wir sehen seine Fähigkeiten nicht. Also ich nehme es euch natürlich auch nicht übel, wenn ihr die ganze Zeit auf die Facecam oben links schaut. Ist natürlich auch unfassbar interessant zu sehen. Ich muss es später nochmal sehen. Ich muss ja wirklich die ganze Zeit mir das Gameplay ja anschauen. So, jetzt haben wir den zweiten Bowser erledigt und haben den Schlüssel für den dritten Bowser für den dritten Bereich bekommen. Und zwar das Obergeschoss. Wir sammeln hier keine Sterne mehr, weil wir haben ja bereits alle 16 Sterne, die wir benötigen quasi, um das Spiel abzuschließen. Auf nicht normalen Weg. Jetzt haben wir hier so einen Kantengriff gemacht an der Treppe. So sind wir da durchgekommen. Und jetzt machen wir einen sehr, sehr bekannten Trick. Und zwar nennt sich das Ganze BLJ. Backwards Long Jump. Der wohl bekannteste Speedrun-Trick, den es so gibt. Und wie funktioniert das Ganze? Nintendo hatte damals keine Limitation für das Rückwärtslaufen eingebaut. Weil man kann ja nicht rückwärts laufen. Und aus diesem Grund wurde dieser Trick gefunden irgendwann mal und man kann ein unendliches Rückwärtsmomentum aufbauen und das braucht man, um sich halt durch gewisse Abschnitte zu skippen. Und hier haben wir das Ganze im First Try. Normalerweise ist diese endlose Treppe, naja, was heißt endlos? Ab einem gewissen Koordinatenpunkt werden wir ein bisschen nach hinten teleportiert und es sieht so aus, als wäre das unendlich. Auch hier im First Try geschafft, großartig. Oh, nicht runterfallen. Und wir sind auch schon in der dritten Bowser-Stretch. Und wir sind runtergefallen. Sehr schön. Also, natürlich nicht. Ich möchte mich noch bedanken für den Raid von DJ Dev. Vielen Dank. Vielen Dank für den Raid. Jetzt nochmal. Dritte Bowser-Stage. Ist ein bisschen anders. So, drehen jetzt mal kurz die Kamera. Spart tatsächlich ein bisschen an Zeit, wenn man diesen Weg so geht. Da kam die Blume, die wollten wir eigentlich nicht treffen. Wir machen jetzt einen Seitensprung, skippen noch mal ein paar Prozent der Stage, einen Triple Jump. Weiter, wir drehen uns um, machen Long Jump und skippen noch mal ein paar Prozent der Stage. Machen das Ganze ein bisschen freier hier. So, zack, nochmal einige Prozente der Stage geskippt. Und viel kann man jetzt hier tatsächlich nicht mehr skippen. Wir befinden uns jetzt kurz vorm Endboss des Spiels. Der unterscheidet sich ein bisschen von den anderen beiden Bowser-Kämpfen. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. So, hier nochmal ein letzter Long Jump. Jetzt werden wir nochmal auf den letzten Metern von Wind aufgehalten. So, da haben wir ihn auch schon, den RGB-Bowser. So, was ist hier besonders? Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Und jetzt haben wir was Blödes erreicht. Und zwar, Bowser hat Feuer gespeit und das Feuer hat er irgendwie in deren KI. Das denkt sich, jo, alles klar, ich verfolg Mario jetzt. So, und Bowser sollte jetzt eigentlich auf uns zulaufen, macht er jetzt aber nicht. Er macht lieber große Sprünge. Und jetzt haben wir es geschafft. So. Eins von drei Hits haben wir gemacht. Wenn man ihn runterschmeißt, dann wird ein Teil der Stage kaputt gehen. Genauso wie wenn man ihn das zweite Mal getroffen hat. Dann wird diese Stage zu einem Stern. Und dann müssen wir das Ganze ein bisschen anders angehen. Da können wir nicht mehr so hier an der Ecke stehen. Sehr schön. Das war sehr knapp. Aber der zweite Treffer hat gesessen. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Wurf. Hier müssen wir noch mal ein bisschen spinnen. Und ja, die Hitbox der Kugel ist eigentlich relativ groß. Haben jetzt aber trotzdem nicht getroffen. Marathon-Luck. So, schaffen wir es jetzt hier im zweiten Versuch?
Nice. Ja, wir haben es geschafft. Und damit ist das Spiel auch tatsächlich schon durch. So, wir haben jetzt noch eine kleine Textbox. Der große Stern spawnt. Und Time. Wir haben Time. Sehr schön. Das war Super Mario 64, 16 Star Drum Percent von CZR Drums. Großartig. Großen Applaus mal in den Chat. Super, super Run. Mit einer 23.06 abgeschlossen. Das ist besser als viele andere.